Herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video auf The Holistic Journey. Ich bin Marlon Fan und ich berate und begleite Menschen auf dem Weg zur ganzheitlichen Gesundheit. Nebenbei bin ich auch noch dabei, mich als Künstler zu verwirklichen mit Pop, Rap, Indie-Pop, Gesang. Ja, also es ist eine grobe Mischung aus allem. Und ja, diese Inhalte findest du auf meinem anderen Kanal, ist hier unten alles verlinkt. Wollte ich nur direkt zu Anfang sagen. Also in diesem Video geht es aber um das Thema Haare. Es geht um, wie habe ich wieder dichteres, dickeres und volleres Haar bekommen. Meine Top-Tipps in diesem Bereich. Und ja, bevor wir in das Video losstarten, möchte ich auf jeden Fall noch eine Ankündigung machen. Und zwar, ich habe einen guten Freund, der mich auch auf diesem Künstlerweg ein bisschen begleitet und zu dem ich ehrlich gesagt auch aufschaue, was seine Fertigkeiten und Fähigkeiten angeht, lyrisch gesehen. Und ich kann wirklich nur ans Herz legen, euch das mal anzuschauen, sein neuestes Projekt. Wer also auf tiefgründigen Rap und Poesie steht, der Extraklasse, muss ich wirklich dazu sagen, der darf sich das gerne zu Gemüte führen. Link ist auch unter der Videobeschreibung hier. Und jetzt blende ich euch einen kurzen Ausschnitt vom lieben Manu ein, als Vorgeschmack. Brauchst dir nichts von außen zuführen oder eine Leere zu füllen. Das machen wir doch nur, um Wärme zu spüren. Lass uns lernen zu fühlen. Wenn wir anfangen, das Unbequem nicht einfach runterzuspülen, kann die Liebe erwachsen, aus dem Dunkel erblühen. In der Wunde zu wühlen, kann sie oft schmerzhaft sein. Doch manchmal muss man halt erst da rein, um das Herz zu heilen. Somit kann selbst die stärkste Pein der kostbarste Lehrer sein. Doch bevor der Schmerz vorbeizieht, musst du ihn erst verzeihen. Ja, also wem es gefallen hat, der kann es gerne ja, in seiner Gänze da weiterverfolgen. Auch ich mache neue Projekte und die Sachen entwickeln sich weiter und du kannst die auf dem anderen Kanal ja weiterverfolgen. Auch ich blende dir hier noch einen kurzen Ausschnitt zu dem ein, was ich so mache. Die Lebensfreude entfachen, im Herzen erwärmen, wie ein Kinderlachen. Ich will lieber unendlich mal verkacken, als etwas nicht tun aus der Angst, es könnte nicht klappen. Das Glück, es wartet auf uns, wir dürfen es jetzt packen. Also pack deine sieben Sachen, lass uns losreisen, diese Welt umkreisen, das alte Grau abreißen. Lass dich fallen in dein Farbenmeer, ey, ich brauch keine Fassaden mehr. Wunderschönes, freies Löwenherz, nichts, was dich runterzieht oder auch beschwert. Kein Gedankenlärm mehr, Kopf ist leer, Herz ist auf. Ich atme ein, ich atme aus, lass Liebe rein und lass sie raus. Ich geh in Frieden und hab Vertrauen und realisier meinen Traum. Ey, bitte weck mich nie wieder auf, bitte weck mich nie wieder auf. Nie wieder auf, nie wieder auf, nie wieder auf, bitte weck mich nie wieder auf. Ja, du hörst ganz viel positive Liebesenergie, Rap wird revolutioniert und unsere Musik soll wirklich einen erwachen in ein neues Zeitalter ja, bereitstellen für die Menschen. Und ja, so viel zu diesem Thema. Ich will es jetzt nicht zu lang werden lassen. Wir starten jetzt direkt rein ins Video, in die Struktur. Und ja, am Ende des Videos werde ich dir nochmal einige interessante Extra-Tipps vorstellen und was ich genau gemacht habe, die genauen Dosierungen, die genauen Anleitungen und die genauen Gewohnheiten. Also bleib jetzt dran, viel Spaß mit dem Video. Man sagt dir, was du bist, doch all das bist du nicht, du bist weit mehr, du bist Licht. Ja, mit diesen Tipps erreichst du wieder nach kurzer Zeit, und ich sage ein, zwei Monate, dichteres, dickeres und volleres Haar. Zumindest ist es meine Erfahrung. Ich kann nicht genau sagen, ich kann dir keine Versprechung machen, wie es bei dir genau wird, aber ich kann dir sagen, wenn du dich an diese Dinge hältst, die ich jetzt sage, in diesem Video, dann wirst du garantiert Ergebnisse haben und das in kurzer Zeit. Und ich werde immer mal wieder auf mein Skript gucken, was ich mir hier geschrieben habe, um eine sinnvolle Struktur zu bewahren. So, also ich habe das Ganze so aufgeteilt. Pflege von außen. Damit fangen wir an. Dann haben wir Pflege von innen. Wir fangen mal mit der Pflege von außen an. Ja, für gesunde Haare. Also das aller
Wichtigste, was ich jetzt gefunden habe, was ich tatsächlich noch nicht umgesetzt habe, und trotzdem haben sich die Haare schon weiterentwickelt, sind bei der Pflege von außen, das wissen sehr wenige Menschen, die Reibung. Die Reibung. Wir drehen uns zig Male nachts an einem Kopfkissen und dadurch werden die Haare immer wieder beschädigt. Auf Bezügen, die leider nicht vom Stofflichen so sind, dass das schonend für die Haare ist. Deshalb ist die Lösung in diesem Fall Seidenbezüge aus Bioseide, Kopfkissenbezüge zu nutzen. Wer daran Interesse hat, kann ich auch ein paar Möglichkeiten unter dem Video verlinken. Ihr findet zu allen Produkten, die ich in diesem Video vorstelle, auch Links in der Videobeschreibung und teilweise auch Rabattcodes, wenn es möglich ist. Und die besten Produkte, die auch ich nutze und die wirklich funktionieren. Genau, so viel dazu. Also der Seidenbezug Nummer 1 vom Kopfkissen. Dann Punkt Nummer 2, Pflege von außen. Die Haarwaschfrequenz. Nicht jeden Tag, das habe ich nämlich auch gemacht. Wascht euch zweimal, vielleicht dreimal die Woche die Haare, jeden zweiten Tag, vielleicht auch nur einmal. Ich weiß nicht, wie du es bereits machst, aber das ist wirklich sehr, sehr schonend für die Haare. Das sind die zwei wichtigsten Tipps von außen. So, dann gibt es einen Spezialtipp von außen, wie man die Haare noch pflegen kann. Natürlich neben dem schonenden Bürsten mit einer guten Bürste kann man die Haare noch mit saurem Wasser vom pH-Wert 4,5 bis 5,5 oder auch niedriger einfach so eine Art Haarkur machen. Einfach das saure Wasser nehmen und auf die Haare verteilen und drauflassen und eintrocknen lassen. Saures Wasser stärkt die Haarwurzel von außen. Und macht die Haarhülle widerstandskräftiger. Und das saure Wasser bekomme ich aus dem Abwasserschlauch meines Trinkwasserfilters, dem Aquion. Da habe ich auch schon in einigen Videos gesagt, wer Interesse hat, mal so ein Gerät zu Hause zu testen, 14 Tage komplett kostenfrei und unverbindlich, der kann sich gerne auch unter dem Video nochmal über meinen Link melden. Dieses Gerät, und da gehen wir jetzt direkt auch zum nächsten Punkt über beim Pflege von innen. Er hat auch sehr viel mit dem Hauptthema zu tun. Und jetzt halte dich fest, das Hauptthema, warum die Haare, die Nägel, die Haut immer mehr an der Qualität verlieren, immer mehr an der Dicke und an der Robustheit verlieren, ist Übersäuerung. Und genau das bewirkt dieses Wasser unter anderem auch und natürlich auch eine basische Ernährung. Das wollte ich jetzt genau sagen. Dieses Wasser ist stark basisch. Man kann es aber auch so einstellen, dass es nicht so basisch ist. Man muss nicht immer basisches Wasser trinken. Also sammelt eure eigenen Erfahrungen. Ich bin nicht der Fan von Umkehrosmose, muss ich sagen, weil das Wasser nicht den Prinzipien verfolgt, wie es in der Natur ist. Und bei Aquion wird eher das Prinzip Natur kopieren, Natur kapieren, einbezogen in die technologische Entwicklung dieses Gerätes. Das nur so nebenbei. Auf jeden Fall Pflege von innen. Los geht's. Also Pflege von innen. Ja, von innen, was kann man natürlich tun, um seinen Körper zu entsäuern? Ja, Stress reduzieren. Stress erzeugt viel Cortisol. Oft können wir Stress nicht vermeiden. Ich habe auch in meinem Leben einiges an Stress, so wie du wahrscheinlich auch. Und darum geht es einfach gut damit umzugehen. Sich weniger Sorgen zu machen. Die Lösung ist für mich, sind geführte Meditationen, stille Meditationen, Einschlafroutinen, feste Disziplinen und Regeln, die man sich setzt, wo man weiß, okay, das ist gut für mich, weil dein inneres Kind oder andere Anteile in dir, dein innerer Schweinehund, die wollen dich ständig sabotieren und es ist wichtig, sich gesunde, liebevolle Grenzen zu setzen und Regeln zu machen. Wenn man ja, erwachsen ist, auf sich selbst angewiesen ist und keiner einem irgendwas von außen sagt, dann muss man sich das selber geben und das sind einfach gute Routinen, Einschlafroutinen, Reduktion von Reizen und dann abends gut zu schlafen. Immer wieder kleine Pausen zu machen, den Stress zu reduzieren, sich nicht zu viele Aufgaben aufzubürden und zu überlegen, was sind die Muster dahinter, warum ich mir so viel aufbürde und dann da Persönlichkeitsarbeit zu machen. Und ja, genau, das ist der tiefere Part. Es ist ja ein bisschen auswuchern jetzt, aber es beeinflusst deine Haare. Wie wenn du dir ständig Sorgen machst, fallen die Haare aus, weil das hat einen psychosomatischen Zusammenhang. Ich habe da mit jemandem drüber gesprochen, der das Phänomen selbst erlebt hat und als er das geistig gedreht hat und ja und den Körper entsäuert und entgiftet hat. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt: Entgiftung und Entsäuerung des Körpers, damit die Haare wieder gut werden. Über Zeolith. Zeolith zieht, könnt ihr euch das Video auch anschauen. Ich verlinke es hier oben nochmal. Zeolith zielt aus den kleinen Zellkanälchen, wo eigentlich
gesunde Minerale andocken sollten und in die Zelle aufgenommen werden sollten, dann in den Körper eingebaut werden, zieht ungünstige Stoffe daraus, die die Ionenkanäle blockieren, und gibt dem Körper auch noch Silizium, was auch extrem wichtig ist für Straffheit von Haare, Haut und Nägeln. Und man kann auch natürlich nochmal isoliert Silizium auch nehmen. Ich würde einfach die Kombination aus Chlorella und Zeolit nehmen, sowie Basenbäder machen und das einen Monat durchziehen. Ja, also Basenbäder, Chlorella, Zeolit. Man kann auch eine Parasitenkur daraus machen, das ist dann ein bisschen teurer, ist natürlich noch gründlicher, aber Zeolit und Chlorella in sehr guter Qualität, habe ich hier unten verlinkt, könnt ihr euch besorgen, sowie ein sehr gutes Basenbad mit 9 verschiedenen Mineralien, also in sehr, sehr guter Qualität. Ich kann euch mal einblenden, wie ich das mit dem Basenbad ohne Badewanne mache. Ja, großer Trick, Fußbasenbad mit Kaliumcarbonat, um das Ganze noch basischer zu machen, dass man nicht stundenlang die Füße drin haben muss, damit man den ähnlichen Effekt wie bei einem Vollbad hat. Seht, es gibt viele Möglichkeiten. Ihr könnt euch das rauspicken, was für euch wichtig ist, aber wenn ihr alles macht, dann wird es natürlich noch gründlicher. Dann, zu guter Letzt, stelle ich euch ein Produkt vor. Es gibt viele Produkte da draußen von vielen guten Firmen, für Haare, Haut und Nägel und so weiter. Und das Thema Biotin ist natürlich auch wichtig. Ja, es ist B6, wenn ich mich nicht täusche, oder B7. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also, ja. Auf jeden Fall habe ich hier ein Produkt. Da ist jetzt kein B-Vitamin drin, aber andere extrem wirksame Stoffe. Und dieses Produkt heißt New Hairs Plus von Mr. Raw, Dr. Raw Shop. Und dieses Produkt kostet im Monat, ich glaube, sind so 40 Euro. Und man kann da 1, 2, 3 Monate mitmachen. Und das ist eine All-in-One-Kur. Da brauchst du fast nichts anderes. Vielleicht kannst du noch Biotin dazu nehmen, ja, oder so. Oder vielleicht auch ein bisschen Zink. Weil das sind auch Stoffe, die hier nicht drin sind, die ich recherchiert habe, die sehr wichtig für die Haare sind. Ja, also Zink ist sehr wichtig für die Haare. Ja, Magnesium ist sehr wichtig für die Haare. Eisen, Vitamin C, Geheimtipp, Boxhornklee. Boxhornklee hat eine sehr haarwurzelstärkende Funktion. Das ist auch studienmäßig belegt. Dann haben wir Glycin. Ja, das ist auch wiederum sehr, sehr gut für alle Prozesse und für Stoffwechselprozesse, die auch wieder den Schwefel, ja, der MSM, der Schwefelmethylsulfonylmethan, auch sehr, sehr wichtig für Knorpel, Gelenke und Haare. Ist auch alles isoliert hier unten verlinkt, aber auch hier drin. Also hier drin haben wir Boxhornklee, Glycin, Moringa, Vitamin C, Moringa, ne? Weil Moringa Zeatin hat und das die Aufnahme von den anderen Wirkstoffen 100-fach erhöht. Dann haben wir noch Vitamin C in guter Form, Magnesiumcitrat, MSM und das war's. Das ist ein sehr gutes Produkt. Dazu würde ich auf jeden Fall noch empfehlen, ein Zinkpräparat zu nehmen. Zink und Kupfer sind auch sehr wichtig für die Haare. Man kann auch ein Zink- und Kupfer-Kombipräparat wählen. Ja, das ist wirklich fantastisch. Also mit diesen Tipps, wenn ihr das verfolgt und euch da einzelne Sachen rauspickt, ich kann auch nochmal Biotin hier unten verlinken. Da ist nämlich Zink, Biotin und meine Selen auch noch mit drin. Selen, Kupfer sind so wichtige Spurenelemente für die Haare. Kann ich euch hier unten auch nochmal verlinken. Und genau, dann gibt es auch noch so ein Haarbundle, wo auch noch eine spezielle Seife dabei ist, ne? Also ein Shampoo. Das ist ja auch noch kurz zur Pflege von außen sehr wichtig, ist, dass wir diese ganzen toxischen Shampoos weglassen. Dazu empfehle ich, eine App drunter zu laden, die heißt CodeCheck. Damit könnt ihr die Barcodes von bestimmten Stoffen, zum Beispiel in Drogeriemärkten, scannen, wenn ihr immer noch da einkaufen geht. Ansonsten empfehle ich euch, nur Naturprodukte zu nehmen und die wirkliche Naturkosmetik. Und das ist zum Beispiel Shea Butter und Algenasche, Seife von Labité, auch im Dr. Raw Shop erhältlich. Sehr, 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 sehr effektiv für die Haare. Ja, kann ich euch auch hier unten verlinken. So, also ihr habt alles unten verlinkt bekommen, alle Infos. Und jetzt kann ich euch noch sagen, wie es mit der Dosierung aussieht. Ihr nehmt einfach von diesen New Hairs, wenn ihr die Kur macht, ja, also im Haarbundle ist es dabei oder ihr könnt es isoliert holen, 2 Kapseln. Dreimal täglich, also zu jeder Mahlzeit, und genau, ihr könnt dann auch Zink und Biotin dazu nehmen, und wie gesagt, besorgt euch am besten einen Seidenkissenbezug, macht euch Basenbäder, entweder Fußbasenbäder,
mit Kaliumcarbonat. Ja, das habe ich auch unten verlinkt. Das macht es nochmal ein bisschen basischer, von 8,5 auf 10,5. Dann braucht ihr mehr, so ein Drittel der Zeit, um denselben Entsäuerungseffekt im Körper zu haben. Sehr toller Tipp. Habe ich auch von jemandem, der in Langzeitbasenbaden erfahren ist, dem Andres. Er macht auch Coachings, wie man seine Berufung findet. Kann ich auch nochmal hier unten verlinken. Finde ich ganz toll, was er macht. Und genau, auch die Basenbadengruppe ist nochmal unten verlinkt. Genau, das waren jetzt sehr viele Informationen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn ihr nochmal Unterstützung braucht, Beratung, könnt ihr euch gerne auch melden bei mir. Da gibt es auch in der Videobeschreibung Links, wie ihr euch mich kontaktieren könnt über meine E-Mail. Oder ihr bucht euch einfach ein kostenfreies Beratungsgespräch bei mir, wo wir schauen, ob wir zusammenfinden bei ja, verschiedenen tieferen Themen, wenn es nicht ganz so einfach ist bei dir. Aber wenn du die Haare einfach wieder schön haben willst, dann empfehle ich dir, einfach diesen Tipps nachzugehen, die ich dir genannt habe. Und mir dann auch in die Kommentare zu schreiben, wie es dir geholfen hat, ob du vielleicht noch andere Spezialtipps hast für die Community, für die Menschen, die dieses Video sehen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn du das Video likest und kommentierst, wenn es dir gefallen hat, wenn es dich weitergebracht hat. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz, ganz wundervolle, ja, wenn du das jetzt siehst, vor Weihnachtszeit. Und ja, bleib bei dir, bleib in der Selbstliebe, tu dir was Gutes. Und ja, strahle Liebe aus zu deinen Mitmenschen, denn sie können es mehr als denn je gebrauchen, wir alle, ja. Und genau, schön, wenn du zu meinem Künstlerkanal findest, das freut mich auch sehr. Und den lieben Manu, den Freund von mir, abcheckst. Genau, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Holistic Journey, dein Marlon. Ciao.